ja, im wahren Sinne des Wortes unterwegs in Haiger. Und dann auch eine Kamera hier, finde ich gut. Hallo ihr Lieben, unterwegs in Haiger. Unterwegs sein hilft beim Sehen und Nachdenken, auch zu schwierigen Themen. WEG, wir evangelisch gemeinsam. Für die evangelische Christen ist das wir und gemeinsam, habe ich mir da so beim Laufen gedacht, doch ein belastetes Thema. Nach einer der positiven Geschichtsinterpretationen wollte der Augustinermönch Luther bei Beginn seiner Kirchenkritik nicht die Spaltung, sondern die Neubesinnung der einen Kirche Christi auf den Kern der Botschaft und weg vom großen Geschäft und dem Verlangen nach Macht über die Menschen, das die Kirche prägte. Was aus der ersten evangelischen lutherischen Kirche schon kurz darauf wurde, wissen wir. Wir sehen es offenen Auges unterwegs in Haiger. Eine Vielzahl an Gemeinden aus der evangelischen Familie, evangelisch-freikirchlich, freien evangelische Brüdergemeinden, etc. Auch multipliziert in unseren Ortschaften. Die Trennung der Lutherischen von den Calvinisten, einschließlich auch von Glaubenskriegen im evangelischen Lager, erfolgte schon kurz nach Luthers Tod. Auch die spätere, oft rührselig vorgetragene Entstehungsgeschichte des Pietismus, wie die von Glaubensbrüdern, die herumwandern, im heimischen Raum die Menschen zum Lesen in der eigenen Hausbibel und zum Gespräch und eigenem Gebet brachten. Dies führte auch hier von Beginn zu teils erbitterten Auseinandersetzungen um den richtigen Glauben. Dieses wiederum brachte immer neue Gemeinschaften hervor, immer neue Trennungen und neue Spaltungen. Bleiben wir weiter bei uns hier an Ort und Zeit. Bleiben wir beim Balken im eigenen Auge und nicht beim Splitter im Auge des anderen. Die einzelnen Kirchengemeinden schaffen die Gemeinschaft ihrer eigenen Dorfgemeinden selbst für besondere Gottesdienste, manchmal nur schwer. Der Gemeinschaft der Christen wird für die Zukunft ein Bärendienst erwiesen, wenn wir weiter unsere Unterschiede betonen. Dies geschieht oft aus der persönlichen Gewissheit einer Überlegenheit und Selbstüberschätzung heraus. Das gilt für Personen, die für sich eine hohe Glaubensgewissheit reklamieren, wie auch für die Einschätzung der Gemeinden untereinander. Paulus sagt in Römer 12, Verse 16 bis 18, seid eines Sinnes untereinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Ist es möglich, so viel an euch liegt? Haltet mit allen Menschen Frieden. Ihr Lieben, Gemeinschaft lebt davon, dass alle gemeinsam etwas zum Gelingen beitragen, dass sie alle am Reich Gottes auf Erden mitbauen. Die Zukunft der Christen in Haiger. Was rede ich, backen wir die Brötchen noch mal etwas kleiner. Die Zukunft der evangelischen Christen in Haiger gibt es nur gemeinsam. So einfach ist das eben nicht mit dem WEG, wir evangelisch gemeinsam. Auch nicht mit dem mit guter Gewissheit kommenden evangelisch an der Dill. Jeder, der offenen Blickes für Tatsachen ist, hat dies vor Augen. Um beim Bild zu bleiben, der Weg dahin ist kürzer als wir denken, aber die Strecke schwierig, eventuell nur mit Sicherungsseil zu begehen. Und dann, es ist schon hilfreich, sich das Thema bewusst zu machen und in der Konsequenz Gemeinschaft unter Christen zu suchen und zu pflegen. Zum Beispiel auch hin und wieder und dann mehr und mehr gemeinsame Gottesdienste zu feiern.